contemptible for such as you. Meets an old immovable object like me. You can bet just as sure as you live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Smile such as yours warms an old implacable heart such as mine. Don't say no, 'cause I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna get kissed. So on guard, who knows what the fates have in store. From their vast, mysterious sky, I'll try hard, ignoring those lips I adore. But how long can anyone try? Fight, 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 fight it with all of our might. Die Todeskrallen halten Abstand. Bis jetzt. We'll find out as sure as we live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Darf ich Sie was fragen? Was ist das Leckerste, das Sie je gegessen haben? Ja, kaum zu glauben, dass manche Leute das Zeug immer noch essen, was? Also, ich habe ein Rezept für Todeskrallenomelette, das ich mal ausprobieren möchte. Das Problem, ich brauche ein Todeskrallenei. Irgendwie klar, oder? Besonders gut bei Kasse bin ich nicht, aber ich würde mich breitschlagen lassen, Ihnen das Rezept zu verraten. Meine Großtante Rose hatte eine Pension drüben in Kalifornien in einer Stadt namens Modoc. Sie war es, die sich das Rezept ausgedacht hat. Keine Ahnung, wie sie ein totes Krallenweibchen zu fassen kriegte, aber sie hielt es in einem Schuppen. Und so hatte Tante Rose immer genug Eier da. Zumindest bis ein Fremder vorbeikam und die Todeskralle tötete, hat sie mitten ins Auge geschossen. Der Steinbruch nördlich von hier ist voller Todeskrallen. Da finden sich garantiert auch irgendwo ein oder zwei Eier. Ein Todeskrallenei von irgendwo anders tut's natürlich auch. Meine Tante Rose sagte immer, die Dinger halten sich unglaublich lange. Auch gut. Möchten Sie vielleicht was essen oder trinken? Na klar doch.
Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Alles klar. Hi.